Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dungeon Defenders. Wir sind Lumpy Hunter, das bin ich. Der Bloody Knight, das ist er. Das bin ich. Und der Dark ist auch nochmal er. Das bin ich. Das ist me. So, mal gucken, wo kommen denn hier die Gegner raus? Sieht man das schon? Ja. Ja. Wir haben hier zwei Punkte zu verteidigen, wenn wir keine Luftgegner haben wollen. 5, 6. Hä? Wir müssen an 6 Stellen kommen, die Gegner. Auf Bright. Moment, Truhe. Kann man da eigentlich bloß eine Truhe aufmachen, ja? Ja. Das war früher anders. Ich bin schon immer gewundert. Ich will nichts sagen. Also wir haben hier zwei Windekontrollen und hier zwei Fenster. Wenn diese Windekontrollen zerstört sind, gehen die Fenster auf und es kommen Flugeinheiten. Dann müssen wir erstmal checken. Wo kommen jetzt hier die Gegner raus? Hier kommen Gegner raus, die gehen hier lang. Also wir müssen einmal hier hinten verteidigen. Wir haben 4 Punkte zu verteidigen, habe ich das Gefühl. Ja. Bei Treppen. Und theoretisch. Ach, den Thron hier müssen wir auch verteidigen. Ja. Warum verteidigen? Guck mal, der schlottert ja mit seinen Knien, ey. Die Wurst. In dem Punkt wäre es halt praktisch, wenn wir dann zu viert wären. Ja, das stimmt wohl. Und dann noch weniger Mana hätten. Alles klar. Hä, wieso? Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, weil wir zwei hier unten schützen müssen und oben müssen wir 2, 3 schützen oder was auch immer. Hier sind sogar 4, die wir schützen müssen. Ich habe es solo geschafft. Streber, aber nicht auf schwer. Die Frage ist, wo soll ich jetzt am besten meine Sachen hinstellen? Am besten sind wir noch gar nicht. Erstmal werde ich hier meine ganzen Barrikaden aufbauen. Wir bauen Stück für Stück Tisch auf. Oh fuck. Klingt das nach einem Plan? Vielleicht. Minimal. Minimalistisch gesehen, ja. Sind noch wieder 4 Wellen. Ah, ich dachte, ich kann hier vielleicht mit der Lücke was bauen. Scheiße. Z verkaufen. Mache ich das so 5. Lompi? Mhm. Wir wollen taktisch rangehen. Also. Ja, was denn? Am besten wären halt zuerst meine ganzen Barrikaden überall. Na gut, wo wir sie brauchen. Warum baust du die da unten? Warum baust du die nicht hier oben? Ja, frage ich mich gerade auch, weil die können doch da an die Seite laufen. So können wir aber das Set of Armor mit nutzen. Ja, okay, das dauert 30 Sekunden mal zuhauen. Naja gut, von mir aus, dann macht das Dark so. Dann hier. Musst du hier einen kompletten Halbkreis machen, ne? Ich weiß. Sollten 5 bis 6 Stück sein. Und dann muss ich halt nochmal die Windekontrollen beschützen. Dann mach das mal. Ja gut, ich kann das auch andersrum machen, wie du das jetzt sagtest. Ja, ich würde das so machen, das spart halt Geld. Und wenn dann doch mal einer durchbricht, kann man die Dinger immer noch benutzen. So, was kommen die von hier oben? Wo gehen die lang? Ah, okay, scheiße. Aber wenn ich richtig sehe, hat eigentlich jeder 2 Orte, die er Windekontrollen. Arkane Barrieren sind nicht so gut. Ja, die wehren sich nicht. Ich hab noch Mana, so ist es nicht. Wir können nicht deine ganzen Dinger platzieren, ich will auch was machen. Ich hätte ja gesagt, am Anfang platzieren wir meine Barrieren, danach gucken wir, ja, dass wir die Türme dahinter aufbauen. Nimm das sogar noch, dann mache ich mich mal kurz leer, dann bau einfach mal. Also das ist jetzt einer mit der längsten Bauphasen, die wir jetzt hier irgendwie im Spiel hatten. Ja, allerdings. Wenn du noch Punkte brauchst, nicht. Wo soll ich mich hinstellen? Naja, im Grunde muss ich jetzt für eine Seite entscheiden, ne? Jeder nimmt 2. Das sind ja 6 Linien, die kommen. Ja, pass auf, ich stelle mich hier hin. Aber muss aber dazu sagen, dafür sind es recht wenig Gegner, die diesmal rauskommen. Ja, ja, also ich kümmere mich hier um, dass ich versuche, dass das Mikro-Controlling nicht kaputt geht. Ich kümmere mich hier unten drunter. Okay, also kümmere ich mich um die beiden Seiten hier. Du brauchst noch Punkte für irgendwie. Wir brauchen eine Heilstation auf jeden Fall irgendwo.
Ja, deswegen habe ich gar nicht erst vor den Abyss-Lord groß wechseln. Könntest du die Heil Station vielleicht, also deine Bäume hier hinter dem Window Controls bauen? Ja. Ich habe auch nicht vor den Abyss-Lord wechseln. Ja, dann kann ich mich von hier weiter ballern und kann mich gleichzeitig noch ein bisschen heilen, wenn ich mal ein bisschen lowy. So. Ich kann es allerdings dadurch, dass du noch den normalen Charakter hast, gebe ich dir noch die Harpien oder ja. Ja, dann scheiße ich diesmal auf meiner Dingens. Ja, meine Verteidigung, die ist eh nicht so geil, die macht relativ viel Schaden, hab ich das Gefühl. Mal jetzt alles, Bloody. Ja, warte mal, da ist noch ein. Ich geb dir die Wolken, die ist besser. Oh. Bloody nimmt somit jetzt erstmal das ganze Mana. Löse ich das aus? Ah. Kann ich das auch aus der Pfanne auslösen? Ja, perfekt. Gut, Bloody, möchtest du nicht hier unten vielleicht noch Bäume aufbauen? Doch, mach ich. Huch, das wollte ich nicht machen. Nein! So. Immer diese Symmetrie, ja? Ah ja. Huch. So, damit dürfte es, glaube ich, alles passen. Ja, wir haben jetzt 950 Bauelemente schon verbraucht. Das heißt, der steht hier rum und die Leute, die den verteidigen, die machen nichts. Die ganze Zeit. Ah, nee, bei Dark fehlt noch eine Sache. Fehlt noch eine Harpier und. Ja, dafür hast du jetzt das Nest bekommen. Ja, es geht auch. Oder warte mal, ich mach's anders. Na, theoretisch kannst du da drüben die Harpier auch wegmachen und stattdessen dort ein Nest hinbauen. Früher hast du ja nämlich eine Harpier gebaut, aber kein Nest. Oder so. So, dafür habe ich dann unten bei mir auch alles stehen, alle vier Sachen. Hier sind drei Sachen. Und bei Lompi sind drei Sachen. Die sollten für den Anfang erstmal reichen, plus die Abwehr. Ja, ich denke schon. Wenn wir das ganz losgehen. Kleiner Tipp, in der letzten Welle haben wir es so wie bei der allerersten Mission, da gibt es einen Boss, den wir töten müssen, sonst spawnt endlos etwas. Okay. Also ich bin bereit. Gut. Tito. Versucht, wenn ihr, habt ihr Fernkampf? Oder habt ihr Nahkampf? Nein, Nahkampf. Ich hab Fernkampf auch. Versucht nämlich die Set of Armor nicht so zu überanspruchen. Also nicht auszusehen anzuschießen, meine ich damit. Ach ja, hier kommen auch Drachen. Drachen? Window Control oder Attack? Kleine Mini-Drachen. Die halt gleichen Schaden machen, das ist das Problem. Ja, es war bei mir. Mit dem Drachen. Achso. Yo, Flächenschaden, nice! Wie ich den Fokus von meinen Gegnern manchmal ziehe, das ist witzig. Soll ich ihn fertig freimal in mir? Der Thron ist an der Attack. Mit Attacke, welchen? Ah, bestimmt ein Fernkämpfer oder so. Ja, die mit Piercing Shots. Mission complete. Wave cleared. So. So, da willst du mein Zeug haben. Ah, nee, wir sind schon fast ausgebaut. Also das deswegen ja alles upgraden und. Bau mal hier die unten die Sachen aus. Welche Sachen baust du aus? Ich hab deine Dinger jetzt erstmal ausgebaut. Das ist wahrscheinlich auch das sicherste, was wir hier machen können. Hab auch noch 28 übrig. Ich hab noch 3. Ich hab noch 33, wenn nicht. Bloody, komm mal zu mir. Oder Dark. Mir egal. Ich hab ja Mana eingelegt. Danke. Ja, jetzt kann ich noch irgendwas upgraden. Voll dumm.
Hast du bei dir oben alles gemacht? Ja, hier wäre noch einer, den ich upgraden müsste. Da kommt ein Boss raus, hier unten. Und da unten. Da, ja, nur ein Boss. Es macht großes Bum-Bum. Schafft ihr das zu zweit? Oder soll ich damit helfen? Sollte machbar sein. Drück schon mal bereit. Irgendwas zu abhören hier? Nein, gut. Ich meine, wir können den Boss auch erstmal killen, bevor wir dann hier nichts machen. Das wäre jetzt die einzige Sache, wo ich glaube ich den Abyss Lord fix wechsle. What the fuck? Okay. Der war schnell weg. Hast du den Boss jetzt schon down? Oh, ich bin tot. Du bist schon tot? Oh, Jesus. Ja. Wenn die Viecher killst mit den mit dem Dynamit oder was da ist, dann stirbst du. Das ist vielleicht ungünstig. Ja, ein bisschen. Ja, die rennen, die zünden ihr TNT und explodieren dann. Aua. LOL. Ja? Ich hab grad einen Grafikbug. LOL. Ich war meine Mecha-Einheit anstatt. Hm? Anstatt der Abyss Lord. So, dann gehen wir ein bisschen über heilen. Naja. Ich liebe die Wolke. Braucht noch mehr Hilfe? Ich bin bei mir durch, glaube ich, gleich. Ich brauche fix noch Mana, also sorgt ihr mir erstmal in aller Ruhe aus. Okay. Das war's schon. Kümmere ich. Das ist perfekt, dann kann ich mich gerade um die ganzen Loots kümmern. Bauphase. Level up, 21. GG. 21. Ups, ups, ups. Hä? Jetzt erst 23? Und wieder ein Boss raus. Wieder der gleiche. Diesmal kommt er bei mir. Nee, es kommen diesmal 3. Okay, ja, welche? Okay. Kommen 3, ja. Oh, ich hab nicht mehr genug, ich hab nur noch 67. Oh, scheiße. Ich komme reparieren. Überall kommen welche, nur bei mir nicht. Das ist ein Zeichen. So. Ein bisschen Geld. Money, money, money. Nicht so funny. Zumal bei Dark wäre es ganz gut, wenn ich jetzt noch was dahin baue. Hast du noch Mana? Ja, noch 100. 15. 100 hast du noch? Naja. Was? Und wir können 1100, können wir. Brauchst du was? Ja. Wir können noch 60 bauen. Das reicht nicht. Achso, wie viel brauchst du? Ich brauch ganz genau 100. Und dann kann ich hier unten nämlich noch einen auf für 2 bringen, weil hier die doch ständig unter Explosionsschaden leiden werden. Naja.
Uiuiui. Bei mir kommt diesmal. Dann guck ich mir nochmal an. Ah, das ist ja richtig krass. Defend the Throne Room. Das ist eine richtig komplizierte Quest. Defend the King and Satan. Yo. Bin ready. To go. Oh fuck. Oh scheiße, bei mir kommt ein Drache. Ja, nicht nur das. Oh Gott. Oh scheiße. Mein Drache ist platt. Was heißt du scheiße? Och, hier gab's nur einiges an Explosionen. Ich bin gestorben. Komm, witzig. Ja. Lebe wieder. Oh fuck, hier sind ja. Selbst ging schnell. Nicht meine. Der andere Attack ist. Ja, ich war jetzt bei deinem. Ja, dann lebe ich ja jetzt wieder. Jetzt kommt schon wieder der nächste Drache, was ist da los? Ich will ja nichts sagen, aber hier oben ist eine Barrikade kaputt gegangen. Ja, ich bin hier die ganze Zeit auf die Barrikaden am Reparieren neben. Hallo. Wie ich in dem Gegner drin stehen muss, damit ich den treffe. So, bei mir sind alle tot. Hui, hoffe ich zumindest. Ja, das ist schon krass. Dass man den ganzen Loot einsammeln, der hier liegt. Hier kommt gleich dein Boss. So, ich muss mal gerade meine. Ich muss gerade eine Kiste holen. Oh, eine Kiste! Oh nein, es geht los in 10 Sekunden, Leute. Oh. War noch gar nicht so weit. Ja. Der Boss hat keine Lust zu warten. Ich hab zu warten. Das interessiert ihn nicht. Alter, der beschmuckt mich einfach. Ach, der kommt bei mir an, so. Wow. Nein, nicht den Baum. Och, Mann. Schön, dass du mit mir tanzen möchtest, ich aber nicht mit dir. Alter, ist ja bitter. Oh fuck, die machen richtig hart Damage hier, die Leute. Da unten am Thron geht ordentlich was ab. Wir haben den Boss gleich, also dann ist alles weg. Okay. So, ja, stimmt. Boss angreifen. Hatte ich ja gesagt gehabt. Nein. Ah, hab ich vergessen. Schon gut. Aber zumindest sind sie bei mir nicht durchgebrochen. Ist da auch was. Jo. Level 22. Nice. Also, dicke Truhe. Was? Ah, oh, nice. Aber erstmal sammle ich alles Loot ein, was hier irgendwo liegen geblieben ist. Items. Ist sonst noch was? Nö, diesmal hat man nicht so viel. Nö. Aber du müsstest mal bei mir da unten irgendwo gucken, da wurde gekillt. Kann ich jetzt hier irgendwas? Ich habe keine Shards to equip, das ist ja blöd. Naja, wir sollten ja aus dieser Mission Shards bekommen. Krass. Also ich habe noch keinen bekommen, ne? Ich hab einen Toten bekommen. Ja, dieses Tote. Ihr habt so ein großes Totem bekommen, theoretisch. Ja. Moment. Irgendwas Totemartiges bekommen, das ist richtig. Standard Shard Unidentified.
Darauf macht ihr Rechtsklick und kriegt dadurch dann Shards. Habe ich auch schon gerade gemacht. Ah, awesome. Das, und die kann man dann halt mit this Griffen machen. This is awesome. Ah, alles klar. Shards to equip, ja. Oder hier hat schon, glaube ich, noch irgendein Schwert aufgesehen. So, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dungeon Defenders 2. Haut rein, macht's gut, bis dahin und schau sein. Ciao. Wuhu.